Hallo Leute, ich bin. Erstmal ein Frosch im Hals, oh geil, läuft. Also, eigentlich müsste ich. Nee, komm, ich schneide das jetzt nicht raus. Hallo, hallo Leute, ich. Junge! Alter, ist ja fies, ey. Egal, egal. Ich bin's, der Tobsen. Gut, wer soll's auch sonst sein? Und heute gibt es mal wieder ein knackiges Commentary und im Hintergrund seht ihr Destiny 2 Gameplay im Level, Mission, wie auch immer, Pyramidion. Mal wieder gegen Bosskämpf, Bossgegner gekämpft. Mit einem John Rambo zusammen, mit dem ich ja immer zusammen Destiny 2 spiele. Und das hat ganz schön Spaß gemacht. Der hat auch ganz schön viel geschluckt, der Boss, muss ich sagen. Aber ihr seht es ja im Hintergrund gleich. So, aber das ist jetzt nicht das Thema des Videos, weil ihr kennt das ja meistens im Commentary. Da habe ich immer was zu babbeln zu irgendeinem Thema oder zu irgendeinem Schissel. Und heute möchte ich mal über Amazon-Bewertungen reden oder generell über Bewertungen im Internet. An sich aber Amazon, weil halt Amazon die größte Bestellplattform ist im Internet an sich, die halt Sachen anbietet wie Spiele, DVDs, generell Sachen, die mit Gaming, Entertainment und all das zu tun haben. Laptops, PC, alles mögliche, also alles, was Entertaining, Entertainment betrifft, generell halt elektronische Sachen. Also da ist Amazon mit einer der größten Versandhäuser, die es so im Netz gibt. Und viele gucken sich immer, bevor sie etwas kaufen, die Amazon-Bewertung an. Und ich muss sagen, ich habe das damals eine Zeit lang auch gemacht, aber ich mache es schon seit 2 Jahren ungefähr nicht mehr. Weil dort viele Informationen teilweise gekauft sind. Informationen sage ich schon, Bewertungen gekauft sind. Einige zumindest, nicht überall. Aber es gibt die einen oder anderen, die dann da irgendwie selber Bewertungen schreiben, die das halt dort verkaufen, das Produkt. Oder halt Fake-Bewertungen oder sonstiges, oder halt schlichtweg Leute, die sich ein Produkt gekauft haben, die von dem Produkt was komplett anderes erhofft haben, weil sie einfach gar keinen Plan davon haben. Bestes Beispiel Drohnen. Meine beste Freundin hat sich jetzt die Spark-Drohne von DJI geholt, was eine verdammt gute und hochwertige Drohne ist und die macht verdammt geile Bilder. Und es gibt einfach Leute, die kaufen sich diese Drohne und sind zu doof, um das Ding zu steuern und schreiben das dann auch so in die Kommentare rein, dass man das Ding ja nicht vernünftig steuern kann, bla bla bla. Obwohl halt ganz klar steht, dass man mit der Handy-App nicht höher als 80 Meter fliegen kann und dann ist vorbei. Wenn man höher fliegen will als 80 Meter, bis zu 2000 Meter, was diese Drohne kann, braucht man zusätzlich noch diese Fernbedienung, diesen Joystick von der DJI Spark-Drohne. Die kostet zusätzlich nochmal 200 Euro, ist halt ein teures Hobby, aber wissen die meisten nicht und deswegen geben sie dann einfach eine schlechte Bewertung. Das machen viele Leute, gerade was auch hier jetzt bei Destiny 2 der Fall ist, wenn ich mir teilweise Amazon-Bewertungen angucke, was die Verbindung angeht in Destiny 2 und. Da sind teilweise Bewertungen dabei mit, ja, die Verbindung, die ist ja so schlecht, kann ja nicht sein, ich habe zwar nur eine 10K-Leitung, aber trotzdem werde ich gekickt. Ja, ganz ehrlich, wenn ihr eine 10K-Leitung nur habt, so eine verschissene Bambus-Leitung, und ihr euch ein Spiel kauft, was gerade 1-2 Tage draußen ist, wo es jeder Depp spielt, wo die Server einfach komplett überlastet sind, ist ja klar, dass ihr Verbindungsabbrüche habt. Das ist doch wohl selbsterklärend. Und dann gibt es auch noch welche, die haben teilweise irgendwelche Ports nicht geöffnet in ihren Router und Modem, was weiß ich, und können dann halt nicht joinen. Ja, dann braucht man sich doch nicht wundern. Also, da frage ich mich jedes Mal, warum schreibt ihr das dahin? Ja? Vielleicht erstmal nachdenken, bevor man sowas hinschreibt, ob das denn vielleicht Sinn ergibt, was man da schreibt. Also, es gibt bei uns, bei der Bundeswehr, gibt es da so einen Leitspruch, der heißt Denken, Drücken, Sprechen. Ja, wer nicht weiß, was das heißen soll, das ist gerade im Fernmeldewesen ist das so, wenn man halt mit einem Funkgerät funkt, dann sollte man zuerst denken, also das, was man sagen soll oder sagen will, dann drücken, ja, den Knopf drücken, für den Funk anzufangen und dann das, was man sagen will, sprechen. Weil wenn man nämlich zuerst drückt, dann denkt und dann spricht, kommt oft Scheiße bei raus.
weil man halt dann sich irgendwie verplappert oder Fehlinformationen weitergibt. Und so ist das eigentlich auch bei Amazon. Und so machen das verdammt viele Leute. Ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist. Es gibt eine ganz lustige Bewertung und die scheint gar nicht mal so fake zu sein. Vielleicht ist sie doch fake, man weiß es nicht, aber es gibt so die ein oder andere dämliche Bewertung. Wenn ich mir schon teilweise dämliche Bewertungen, die noch schlimmer sind als die, die ich euch jetzt gleich zeige, anschaut, da kann man schon denken, dass die Bewertung, die ich euch jetzt zeige, vielleicht gar nicht mal so fake ist, sondern echt einfach nur von irgendwelchen alten Leuten ist, die keinen Plan haben, was sie da kaufen. Nämlich die hier. Und zwar lese ich euch die jetzt mal vor, vielleicht kennt der ein oder andere die. Und zwar eine Bewertung zu einem Pfefferspray mit einem Stern. Das ist genial. Säuerlich und zu scharf. Wir haben den Spray bei einer Gartenparty verwendet und abgesehen davon, dass ich kaum eine normale Menge auf dem Grill gut verteilen ließ, schmeckte der Pfeffer säuerlich und war viel zu intensiv. Der Druck war viel zu stark. Hier sollte vom Hersteller nachgebessert werden. Ich rate von diesem Produkt ab und empfehle eine klassische Mühle. Ja, also kauft euch für euer Grillgut demnächst für euer Steak, für euer Steak, jetzt fange ich schon genauso an zu reden, für euer Steak oder Bratwurst oder sonst was, ja, kauft euch auf jeden Fall eine Mühle und kein Pfefferspray, weil das ist zu säuerlich und zu scharf, ne, merkt euch das, das sollte sich im Hirn bei euch einbrennen. Ah, also, ja, bestes Beispiel war das jetzt eigentlich. Wenn ich teilweise eine andere Bewertung sehe, da kriege ich das blanke Kotzen. Gerade zum Beispiel bei Gaming-PCs. Bei Gaming-PCs ist es teilweise der Wahnsinn. Es kaufen sich Leute zum Beispiel einen Megaport-PC. Ein Megaport-PC ist ein Hersteller, der PCs schon fertig zusammengestellt hat, die man auch noch aufrüsten kann, die recht preisgünstig sind und auch gar nicht mal so schlecht. Aber halt, wo nicht die teuersten Teile drin verbaut sind. Die Grafikkarte ist an sich immer gut, RAM und Prozessor auch. Aber dann so Sachen wie Netzteil und so, das sind dann halt nie die teuersten Dinger, die da drin verbaut sind. Und da kommen wir dann zum ersten Problem. Der PC kostet zum Beispiel 600 Euro und die Leute lesen Gaming-PC. Ja, Gaming-PC, da muss man ja direkt Battlefield 1 auf Ultra und 4K spielen können. Natürlich, denkt sich der Casual-User von diesem PC dann, kauft sich den PC und wundert sich dann, dass er auf dem 600 Euro, in Anführungszeichen, Gaming-PC kein Battlefield 1 auf 4K und Ultra-Settings spielen kann, sondern nur Battlefield 1 auf Mittel und vielleicht Full HD. Ja, und dann beschwert er sich, was ist das für eine Scheiße, ist da ein Gaming-PC, warum kann ich da mein Battlefield nicht drauf spielen? Das gibt es so genügend, gerade bei Gaming-PC-Bewertungen müsst ihr euch mal reinziehen, das ist der Wahnsinn, wie viele Leute da ihr Unwissen verbreiten und andere das dann glauben, indem sie sich diese Bewertungen durchlesen und dann schlussfolgernd diesen PC nicht kaufen, weil sie direkt denken, das Ding ist scheiße, nur weil der Typ, der das da geschrieben hat, eigentlich gar keine Ahnung von dem Dreck hat. Ja. Also ich gebe euch einfach mal als Tipp, ich wollte euch jetzt einfach mal loswerden, weil ich damals vor 2-3 Jahren selber immer diese Fehler gemacht habe und das mache ich jetzt schon lange nicht mehr und euch damit einfach mal sagen, gebt einen Fick auf diese Amazon-Bewertungen, die bringen euch überhaupt nichts, also das ist totaler Mumpitz. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, ob ihr damit auch schon mal Erfahrungen gemacht habt. Ich wollte das Ganze jetzt einfach mal so für die einen oder anderen, die das vielleicht noch nicht so ganz gecheckt haben. Aber ich denke mal, es dürfte eigentlich schon jeder schon mal irgendwie mitbekommen haben, der ein bisschen drüber nachgedacht hat, dass ihr da einfach, ne, einen Scheiß drauf gibt. Ja, so, das war's auch schon mit diesem Video, das Gameplay ist auch schon vorbei, der Endboss im Pyramidion-Level, ich weiß gar nicht mehr genau, wie der Gegner hieß, war auf jeden Fall wieder ein Klotz, ein Koloss. Hat auf jeden Fall viel geschluckt, aber war nicht allzu schwer, muss ich sagen. Hat aber ordentlich geschluckt. Aber das ist ja meistens bei den Bossen in Destiny 2. So, also haut rein, bis zum nächsten Video und ciao.